mag irgendwie die Atmosphäre hier drin. So mit dem Gras und dann überall dem Holz. Ist eigentlich sehr cool gemacht. So, warte mal. Hier war falsch. Da hoch. Jetzt geht's mit den Ranken weiter. Da ist wieder ein Schalter. Oder beziehungsweise eine Bodenplatte. Ah ja, und da müsste das eigentlich sein. Entweder der Silver Key. Ja doch, es wird locker der Silver Key sein, ne? Muss ja eigentlich. Wait, was war hier noch? Waren wir auch noch nicht. Never mind, das war der Rückweg. Beziehungsweise, ich glaube, ein alternativer Weg. Ne, es war der Rückweg. Okay. Power, doch, es ist doch Power Ring. Tatsächlich. Lol. Haha, cool gemacht. Dass man es quasi lernen muss. Aber natürlich doof, wenn man nicht sagt, dass man den auch ziehen kann. Da denkt man so, man hat sich eventuell softlocked. Okay, bevor wir oben weitergehen, möchte ich ganz schnell nochmal kurz gucken hier, ob wir alles wirklich haben. Genau, da war das mit dem Silver Key, right? Yes. Und auf der anderen Seite gab es da echt noch keinen Weg mehr, den wir noch gehen konnten? Ich glaube nämlich schon. Deswegen möchte ich das nochmal einmal schnell nachschauen. Genau. Hier war der Raum. Das heißt jetzt quasi hier links. Und zwar hier links. Ah. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas sagen soll oder ob das quasi so ein bisschen Blut darstellen soll oder ähnliches, aber ich check's aktuell noch nicht. Na gut, aber da wir jetzt das Power Bracelet haben, beziehungsweise den Power Ring, können wir oben weitermachen. Wait a minute. Wait a minute, wo war jetzt nochmal der Raum? Da. Hey yo. Dann Nummer 2. Krieg ich den Silver Key? Düdelidim. Achso, nee, jetzt kann ich darüber. Aber ich kann auch. Ach Mann. Ja, genau. Ich werde einfach hier respawned, ey. Warum macht man das? Wieso killt man mich einfach so? Peak Gameplay an der Stelle. Wie kam ich denn nochmal dahin? Ah, hier rüber. Naja, beziehungsweise hier so runter, ne? Gut. Ah, warte mal. Nee, hier ist das Herzteil doch. Da geht's ja auch theoretisch weiter. Lol, warte mal. Silver Key. Und dann, wenn ich aber hier gehe, kann ich an das Herzteil ran, ne? Yes. Nice. Okay. Ja, aber es müsste dann theoretisch 3 geben. Eins weiß ich ja, wo es ist. Das war im anderen Dungeon. Und wahrscheinlich eins im Wüsten-Dungeon noch. Aber wo ist das letzte? Okay. Aber dann gehen wir jetzt erstmal nach unten. Ujo, okay. Ah, ich, ja, okay. Aber es respawnen die ganze Zeit die Gegner? Nee, okay. Ich hatte nämlich gedacht, dass jetzt immer neue Gegner kommen, so lange bis quasi man diesen Raum hier fertig hat. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die es so machen würden. Weil dann hätte man halt so eine Motivation, hier quasi zu kämpfen und gleichzeitig die Steinchen zu bewegen, anstatt direkt alle zu killen so. Wäre vielleicht ganz cool für den Raum. Aber ja, okay. Ich meine, so ist natürlich auch fein.
so. Let's go. Auf zum Boss. Hey, Boss. Schieberätsel-Boss. Don't mind me. Hätten wir schon mal hier einen. Diese Blöcke hier verschieben. Oh, das ist aber, ich mag sowas, diese Rätsel. Vor allem, wenn du das in so Muster machst und dann welche hast, die dann so Lücken auffüllen und so. Das hat Zelda Adventure ja auch echt gut gemacht. Finde ich sehr geil, sowas. Alright. Das war cool. Bisschen plain, so ohne Gegner und so, aber kann man machen. Und jetzt kommt der Slime King oder was? Hä, wieso kommt keine Mucke? Also keine Bossmucke? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist verbuggt. Okay, jetzt kommt die Bossmucke. Ah ja. Also halt ein bisschen immer so Delay gespawnt. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Wir brauchen Custom Ops. Und ja, tatsächlich, das ist das für den Wüsten-Dungeon. Gut, aber keine Herzcontainer? Lol. Oder habe ich das jetzt schon eingesammelt? Ich habe jetzt nicht auf mein Herz drauf geachtet. Aber gut, dann wissen wir Bescheid. Gehen wir jetzt einmal Tingle abklappern. Man kann es nur dingsen und da ist tatsächlich noch ein Herzteil. Okay, würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Wüstendungeon wieder.